Einen wunderschönen guten Tag allen Cineasten und Cineastinnen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist auf der San Diego Comic Con der erste Trailer zu Suicide Squad veröffentlicht worden. Und inzwischen gibt es auch die deutsche Version des Comic Con Trailers. Und ich habe bisher nur die internationale Fassung gesehen. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam die deutsche Fassung mir mal ankicken. Und dementsprechend sage ich einfach mal, Bühne frei für das Suicide Squad. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber jetzt habe ich alle. Die Schlimmsten der Schlimmen. Wo? Naja, ich habe sie in ein tiefes Loch gesteckt und das Loch weggeworfen. Es gibt das Gerücht, Amanda, einige von ihnen hätten spezielle Fähigkeiten. Oh ja, ich habe einiges gesehen. Vielleicht war Superman eine Art Impuls für sie, seinetwegen sind sie aus dem Schatten hervorgekrochen. Ich möchte eine Spezialeinheit der gefährlichsten Menschen auf dem Planeten zusammenstellen. Denn ich glaube, dass sie Gutes tun können. Wir reden über die Bösen. Ganz genau. Und wenn irgendwas schiefläuft, geben wir ihnen die Schuld. Wir haben ein eingebautes Alibi. Wieso glauben Sie, sie könnten sie kontrollieren? Es ist mein Job, Menschen dazu zu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Bist du der Teufel? Ihr arbeitet für mich, mehr müsst ihr nicht wissen. So ist das also, hm? Wir sind die Sündenböcke. Wir sind eine Art Selbstmordkommando. Dann retten wir mal die Welt. Problem. Ich hoffe, du bist versichert. Du weißt doch, was man über die Verrückten sagt. Hä? Huh? Oh, ich werde dich nicht töten. Ich werde dir nur wehtun. Sehr, sehr wehtun. Yeah, Suicide Squad. Ich muss sagen, der Trailer rockt die Bude. Dass das Publikum bei der San Diego Comic Con so aus der Haut gefahren ist, kann ich auch mir richtig, richtig gut vorstellen. Und ich finde es gut, dass der Trailer anfangs geleakt wurde. Natürlich muss man sagen, das ist natürlich auch hier und da problematisch, weil sich eventuell einige Studios jetzt auch überlegen werden, mit neuem Trailer oder neuem Footage im Allgemeinen zu solchen Comic-Cons zu kommen. Aber ich muss sagen, dieser Trailer hat etwas losgetreten, nämlich die Hoffnung darauf, dass Warner Brothers rund um das eigentliche Warner Cinematic Universe, bestehend aus den DC-Charakteren, hier tatsächlich einen Film inszenieren wird, der es schafft, tatsächlich ein düsteres Element innerhalb der Comicfilme zu etablieren. Marvel ist ja eher so auf der komödiantischen, humorvollen Schiene bisher am Fahren und DC hat es auch schon mit Man of Steel versucht, düsterer zu machen. Und so wie man den Trailer von Man of Steel 2 bzw. Batman vs. Superman Dawn of Justice sieht, muss man sagen, auch hier wird dieser Stil beibehalten, es wird dunkler, es wird ernster und ich finde, dass auch bei Comicfilmen das natürlich dann auch einen gewissen Reiz macht. Allerdings muss ich sagen, dass jetzt hier bei Suicide Squad der Trailer natürlich cool war, es wurden ziemlich viele Charaktere auf einmal eingeführt, Deadshot haben wir gesehen, wir haben Harley Quinn gesehen, ich meine sogar Killer Croc wäre der eine von denen gewesen sogar noch, dann Boomerang haben wir gesehen, den Joker natürlich, Jared Leto als der Joker, der ja
ziemlich unter Druck stand bei den Dreharbeiten, weil er eben jetzt der Nachfolger von Heath Ledger ist, der noch während der eigentlichen Filmvorführung von The Dark Knight damals sich das Leben genommen hat und später ja auch noch den Oscar für den besten Nebendarsteller posthum bekommen hat. Und ich muss sagen, Jared Leto gefällt mir jetzt hier auf jeden Fall schon mal. Diese Variante des Jokers ist eine gänzlich andere Variante des Jokers. Genauso wie bei Spider-Man es den The Amazing Spider-Man und den Ultimate Spider-Man und noch ganz, ganz viele andere Spider-Mans gibt, gibt es natürlich auch beim Joker ziemlich viele Formen und Varianten dieses Charakters. Was ich persönlich cool finde, ist, dass sie hier diese wirklich anarchische Version diesmal anscheinend gewählt haben, die wirklich auf Brutalität und mir ist eigentlich alles egal, ich lach drüber Version setzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich muss allerdings sagen, dass mir die Synchronsprecherstimme des Jokers, beziehungsweise hier von Jared Leto, nicht so gut gefällt. Daher muss ich sagen, hat mir die englische Variante, also die O-Ton-Fassung, viel, viel besser gefallen, jetzt bezogen auf den Joker. Die anderen Synchronsprecher kennt man, von Will Smith ist der Standard-Synchronsprecher wieder dabei, finde ich in Ordnung. Und ansonsten muss ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Trailer der Feds, der mich persönlich angefixt hat. Und ich freue mich schon auf weiteres Footage, auf neues Material. Allen voran, weil ja auch schon geleakte Drehszenen vom Set auch hier im Trailer zu finden sind. Beispielsweise, wo Batman auf dem Auto sitzt und Harley Quinn dann den lustigen Spruch zu dem Fahrer sagt, hoffentlich bist du versichert. Wer die geleakten Szenen vom Set kennt, weiß, okay, da sitzt der Joker am Steuer und hat vorher noch irgendeinen Wachmann erschossen. So gesehen muss man sagen, hier kommt einiges zusammen. Hier wird wahrscheinlich auch noch Bezug genommen werden auf Dawn of Justice, weil Suicide Squad ja nach diesen Ereignissen spielen wird. So gesehen muss ich sagen, ich bin gespannt, vor allem wie auch Batman hier in den Film mit eingewebt wird. Allerdings, und das muss ich sagen, der Trailer erinnert schon sehr, sehr stark an die Handlung und die Story rund um den Animations-DC-Film Batman Assault on Arkham. Das ist ein Film, in dem Batman mit dem Suicide Squad aneinander gerät und das sieht irgendwie schon ein bisschen danach aus, als würde das auch hier passieren. Schaut euch den Animationsfilm mal an, schaut euch dann den Trailer an und sagt mir, was euer Eindruck ist. Für mich sieht das schon relativ ähnlich aus. Ich hoffe nicht, dass es dieselbe Story wird, ansonsten fände ich das sehr, sehr schlecht. Und naja, muss man dann mal abwarten. Ich bin auf jeden Fall trotzdem schon mal gespannt auf den Film. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich freue mich drauf. Und allen voran, Harley Quinn ist heiß. Harley Quinn ist hier wirklich top besetzt worden. Finde ich super. Und damit gebe ich euch jetzt hier die Chance auf der Endcard, noch ein paar andere Videos von mir euch anzuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal hier beim Moviecheck.